Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei My Time at Sandrock. Ja, dann laden wir mal das Spiel. Und da sind wir auch wieder auf, ja, My Time at Sandrock. Und wie die Folge davor müssen wir noch ein bisschen Geld sammeln. Ja, wir haben noch einen Auftrag zu erledigen. Genau, noch zwei versteinerte Holzstöcker und dann gehen wir sie ab. schon mal kurz. Ah ja, letzte Wörter vom Pen, bla bla bla. Ich möchte nämlich das Geld sparen auf Erweiterung des Hofes. Nein, nicht so. Sondern so. Okay, den dritten Auftrag haben wir. Und den müssen wir noch erledigen. Ich weiß nicht, ob ich noch Munition sammeln soll. Ich denke mal schon. Aber andererseits irgendwie so... Nö. Mag nicht. Dann sortiere ich mal alles wieder ein. Genau. Wir haben genug Platz. Alles gut. Sehr gut. Ich hoffe, der hat die Munition nicht rausgenommen. Ne, diese Munition ist noch drin. Sehr gut. Ja, zwei versteinerte Holzstöcker. Dim, dim, dim. So, dann schaue ich mal noch, wie irgendwas noch machen könnten. Wie zum Beispiel nochmal nach der Rüstung schauen. Bei der Ziviltruppe. Und gucken, ob noch jemand im Gefängnis ist. Hä? Ihr seid aber noch hier. Ich dachte, ihr seid weg. Hä? Warum seid ihr noch hier? Der pennende Schwerverbrecher, ja, der ist weg. Kann ich hier irgendwas Spezielles? Nee, das sind nur Monsterzeug. Ameisenhonig. Dornenhüpfer. Tripion. Das ist bloß nebenbei. Senior Snaps Stiefel. 50. Ja. Momentan die beste Ausrüstung. Na. Momentan die beste Ausrüstung. The Breach, ja, ist der alte Dungeon. Da müsste man, wie ich, wie oft da reinlaufen, um die aktuelle Ausrüstung zu bekommen. Will ich gar nicht. Tatsächlich. Weil es noch so früh ist. Ja, ich weiß, die ersten 5 Minuten langweilig. Aber egal.
ist ja nicht so schlimm. So, Tau Collector, da collecten wir mal die ganzen Sachen hier weg. Collector. Okay, Collector. Davon haben wir nichts mehr, um Achat zu bekommen. Schade. Ach ja, wir können mal Granit wieder sammeln. Wir könnten ja mal wieder. Ja, wir könnten ja mal wieder. Babybett. Babybett. Yeah. So. Haben wir wieder genug Wasser. So, jetzt haben wir den Auftrag fertig. Sehr gut. Jetzt können wir direkt abgeben und den Tag wieder überspringen, glaube ich. Meine Güte. Heidi, deine Welt sind. I didn't expect you to be such a forgiving man. Ja, ihr unterhaltet euch. What you mean? I'm forgiveness and kindness. Hallo? Trudy war ziemlich hin und her gerissen, weil sie die Papiere aufsetzen musste, die Logan und Haru ins Gefängnis bringen. Das war ich auch. Aber weißt du, das Komische ist, dass es die beiden am wenigsten stört, Logan und Haru. Catch you later. Mit glänzenden Augen. Nein, ich suche nicht den Schatz. So, ja, komm. Überspringen wir mal den Tag und dann ist alles schickimicki. Ja, ich komme ins Haus und bekomme hier Beziehungspunkte. Durchs Museum oder so. Jasmin bewundert folgenden Raumschiffmodell. Mhm. Ja, das Museum muss ich auch noch irgendwie mehr Sachen hinzufügen. Mehr Sachen herstellen und so. Forschen brauchen wir ja nicht mehr. Da gibt nichts mehr zu forschen. Und wir schauen mal gleich in den Briefkasten von Trudy. Während der gestrigen erfolgreichen Anhörung der Angelegenheit Logan und Haru haben wir eine Abstimmung durchgeführt, um das Urteil zu bestimmen. Nachdem wir die Meinungen unserer Bürger gehört haben, sind wir zu einer endgültigen Entscheidung gekommen. Logan und Haru, die weggelaufen und zu Gesetzlosen geworden sind, wurden der folgende Verbrechen für schuldig befunden. Was? Überfall auf zivile Reisen, Zugentführung, Überfall auf Bankangestellte, tätliche Angriff. Das Rathaus hat die Standpunkte aller Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt und Logan und Haru das folgende Urteil gegeben. 5 Tage Freiheitsentzug und 20.000 Joll Geldstrafe. Danach folgte eine vom Rathaus festzulegende Bewährungszeit, in der sie gemeinnützige Arbeit leisten müssen. Darüber hinaus wurden sie in dem folgenden Anklagepunkt für nicht schuldig befunden. Für die Zerstörung des Wasserturms war Penn verantwortlich, der bereits inhaftiert wurde. Entführung von Mathilda, obwohl technisch gesehen Selbstjustiz, wurde ihr die Verantwortung dafür vergeben, dass sie Teil einer größeren Untersuchung war. Die endgültige Entscheidung wurde von der Stadtverwaltung getroffen und von Logan und Haru akzeptiert. Haru? Das heißt Haru. Die keine Berufung einlegen werden. Die Strafe ist sofort wirksam. Die Zivilgruppe hat als außerdem erklärt, dass die Kopfgeldplakate für Logan und Haru ab heute nicht mehr gültig sind. Okay, Brief von Justice. Hey, jetzt wo Logan und Haru wieder für Recht und Ordnung sorgen, wird es höchste Zeit, die ganze Fahndungsplakate abzunehmen. Wir von der Ziviltruppe haben Strohhalme gezogen, um zu sehen, wer die Runde machen muss. Wir zogen für dich und nun, du hast den Kürzeren gezogen. Ich hoffe, du vertraust uns, da wir nicht geschummelt haben. Wenn du alle hast, gibst du sie bei uns ab. Nochmals vielen Dank. Yep,
Machen wir. So, von Qui. Ah, ich werde auf eine Reise aufbrechen. Falls du Maschinen erforschen musst, bestätige bitte manuell die Datenscheibenmaschine im Forschungszentrum. Suche nicht nach mir. PS, okay, ich möchte das nur schreiben, falls du mich unbedingt finden musst. Ich mache derzeit eine Feldforschung in den nördlichen Raumschiffruinen. PPPS, falls du ein Handwerker bist und das liest, ich brauche einen Kochautomat, weil ich hin und wieder warme Mahlzeit brauche. Automatischer Reiskocher. Mhm. Den haben wir tatsächlich auch. Okay, den automatischen Reiskocher. Kann ich nicht einfach so her... Doch, kann ich einfach so herstellen. Wir gucken mal, ob wir die Rezepte dafür haben, ne? Also hier, die Sachen haben. Haben wir nicht? Haben wir. Marmorplatte fehlt. Ja, das ist ja kein Problem, oder? Marmorplatte? Stell mal her, Marmorplatte. Ich glaube am Ofen, ne? Aber ich guck erstmal hier. Marmorplatte, ne, warte mal, Verarbeiter hat er gesagt. Ja, hier, Verarbeiter. Marmorplatte. Nur zwei können wir herstellen. Dann brauchen wir noch Marmorziegel. Marmorziegel. Können wir auch nur zwei herstellen. Was ist denn hier los? Kein Marmor mehr. Der muss ich mal noch ein bisschen Marmor sammeln. Theoretisch. Marmorplatte. Marmor. Ja, ich weiß, wo man das herbekommt. Oder ich stelle das hier bei denen hier her. Geht das? Marmor. Sieht schlecht aus für Marmor. Nee, Marmor kann ich hier nicht herstellen. Schade. Dann muss ich wohl ein bisschen sammeln. Marmor. Ein Moment, wir haben ja noch das da. Und er kann ja hier reingucken, ob man da irgendwie Marmor bekommt. Steinschrott. Mechanischer? Nein. Also. Holzreste? Nee. Gibt kein Marmor. Der ist schlecht. Wozu sammelt man diesen Schrott überhaupt? Wenn man eh kein Marmor kriegt. Die ist ein bisschen traurig. Machen wir das hier. Dann sammeln wir manuell ein bisschen Marmor. Plakate entfernen machen wir gleich. Das ist ja kein Problem für uns. Da hinten, ja, Marmor. Mhm. Ja, Marmor, genau. Sehr gut. Diese Flussgestein. Gibt's auch Marmor. Genau. Und ein bisschen Wasser. Sehr gut. Ja, denke ich mal, das würde reichen. So. Sehr gut. So viel brauchen wir nun auch nicht sammeln. Ja, sammeln ist gut und schön. Aber irgendwann werde ich hier Massenproduktion machen. Wenn es irgendwie möglich ist. Marmorziegel. Da kann ich noch sieben hin. Genau. So, jetzt lass den mal sammeln da. Dann machen wir mal die Plakate. Ist, glaube ich, ganz gut. Neue Hauptquest. Hugo. Ich gehe erstmal kurz Hauptquest. Ist wichtig. Ist für mich gerade sehr wichtig. Hugo. Oh, not so fast there, pal. Wer ist das denn? Das sieht aus wie so ein Schnöselpösel. Yeah, excuse me, sir. Präsident der lokalen Handelsgilde. Oh.
Look at what the cat dragged in. Out here waltzing around. Tell us how you slipped out your cell, you big palooka. Was? Also picking up major palooka readings, sir. Nothing points to Captain's involvement, however. I'm sorry. I'm sure I've done nothing wrong. Cell? What? What's the meaning of all this? No, you must be looking for... Not falling for that one again. I see right through that mustache of yours. Or rather, lack thereof, Mr. Whoever you are. Or should I say, Yan. Das ist nicht Jan. Das, wie soll er das sein, wenn er im Gefängnis ist? Yo, mind giving us a hand here? Slippery Devil gave us the, slip for a minute there. Ich glaube nicht, dass das Jan ist. What do you mean? Of course it is. Look closely. He just shaved his mustache and, smuggled in some kind of skincare routine. He's really glowing. Gotta find out where he shops. Now wait just a... Lass ihn doch mal aussprechen. Come on. Let's get this rat back in his cage where he belongs. Thought he was a palooka. Das ist nicht Jan. Aber okay, der wird schon sehen. Sorry, pal, but no one escapes the long arm of... Justice? Sehen sich ein bisschen ähnlich, ja. Nur ein bisschen. Vielleicht ist es dein Bruder. I think I'm seeing double. Nein. Four Yens. Nein. Yan, my twin brother. Habe ich mir schon so gedacht. That's right. He's an imposter. Wei, my evil twin. Contrary to popular belief, it's actually the one without the mustache. He did all the water stuff. Yeah, really. Put him in the slammer. I'm innocent. Auf zu lügen, Jan. I see. You haven't changed. You're supposed to be dead. Why are you not dead? I specifically requested it. Yes, I should be dead. From when you had me abandoned in the peripheries. Go ahead and throw that on the pile. Solicitation of murder for hire. Got it, sir. But I am very much alive. I'll even be able to resume my position as commissioner of a commerce guild here in the Free Cities. Oh, das ist gut. Wenigstens ein vernünftiger Mensch, der nicht gleich nach Geld giert. Huh? Steal my job as revenge for me trying to kill you, eh? Petty way. Very petty. What the? You impersonated me, Yan. Debatable. Furthermore, this position just happened to be open just after I clawed my way back. Across 1,000 leagues of rugged terrain, teeming with abominations, danger lurking around every turn. Sheesh, would you listen to this drama queen? How bad could it be? You're here and you've even still got all your limbs. All right, I think we get the picture here. Deepest apologies, Mr. Way, was it? Sorry for the foul treatment earlier. It's just, every other time anyone's tried the evil twin defense, they were never telling the truth. Guess we were due. Yes, I can hardly believe it myself.
To see you like this? After all these years. Yeah, well, hello! And since we're all here, I do want to point out that I got put in jail for other stuff. So, technically, I got away with making your disappearance look like an accident. Mhm. Sein Verschwinden wie ein Unfall aussehen lassen. Aha. So ist es gelaufen, Jan, ja? Du Betrüger. I don't think I can stand to see your face for another second. Ja, ich glaube auch. Yeah, that tends to be a pretty common theme in the Yan department. You're free to go, sir. Yep. Everybody, back to your post. Sorry to bother you with this. Thought we had a situation on our hands. Peace out. Huh? You must be that amazing fighting sandrock builder everyone's been talking about. Ja, klar. Incredibly pleased to meet you. I'm Wei. I'll be taking over as commissioner here in Sandrock, but I hope you won't think of me as your boss. I hope you'll come to regard me as your friend and co-worker. Ja, natürlich. Das ist voll angenehm. Bin ich voll dafür. Lame! Oh. Klappe ein bisschen Plätzen. Quiet, you. Light, you're so incredibly lame. I hate you so much. Why couldn't you have just died? Someone of your talent is rare. I dare say I might have been your equal when I was twice your age, but... You've still got your whole career ahead of you. Incredible. I eagerly await competing with you on the workshop rankings. Nothing would make me prouder than to be defeated by a legend such as yourself. Mm-hmm. Think I'm gonna be sick. I think that's the sign to take our leave. I look forward to seeing you again at the next Commerce Guild meeting. Specific time, TBA. I've crunched the numbers and know how we can finish that tunnel in no time flat through the power of teamwork. Mhm. Das ist gut. Hörst du nicht am you Anfang? You fools! You'll never replace me! Doch. Und ob, Jan. Jetzt hau ab. To the left? To the left. everything we need is out this exit. To the left. Ja, genau. Await my announcement for the meeting. I do hope you'll be on time. And bring that inspiring presence of yours as well. Mhm. Ich freue mich auch. So, dann reißen wir jetzt die Plakate runter. Wie viel Zeit nehmen wir uns noch? Haben wir einen neuen. Das Gesicht muss noch verändert werden. Dann wäre alles perfekt. Schön zu wissen, ne? Dass Jan versucht hat, seinen Zwillingsbruder geht zur Bürgers Antrittsrede. 8.50 Uhr. Oh. Ja, dann gehen wir mal schnell nach oben. Ein Ereignis nach dem anderen. Habe ich nicht mein Reittier irgendwo gehabt? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, den habe ich stehen lassen. Hier. Genau. Bürgers. Aber schnell mal reingehen. Tempel. Bin ich irgendwie falsch? Tipp's doch nicht. Ach, da unten. Oh, sag es doch. Warum bist du hier oben und trainierst? Ich dachte, du bist bei der Rede. Oh, es gibt ein Doppelbürger. Er kann ruhig auch trainieren, ne? Also weiterhin.
sein Schwert. Aber ich will seine Rede hören. Hui. Batsch. Hello, everyone. And welcome. Welcome to my first speech as the new minister of the Sandrock Church of the Light. The old minister, as some of you know, is, let's say, unreachable at this time. So, yeah, I'll be taking over from now on. I know. You'd like me to address the camel in the room, so to speak. Him? Sandy, simmer down. I'm doing a sermon here. Thanks, Sandy. Hey, give Sandy a hand. She's all right. Anywho. Come on, Birchie boy. Do it like we talked about. It's true that some of our former members here strayed from the light. Some of them were never part of our beliefs at all. Rocky Anna's and Yakmel's clothing. And it hurt. They hurt our town. They hurt our community. And they hurt me, too. These people weren't just the people I shared my dorms with. These are people I thought were my friends. So, believe me when I tell you, I, too, know that it is appalling that anyone would infiltrate the organization I hold so near and dear to my heart and commit such travesties in the name of the light. One might even say what they did was unforgivable. But in the name of the light, it is forgive that we must. We mustn't hold hate in our hearts as we move forward. Hate will only weigh us down and sink us to the depths of those who harmed us. Make no mistake, those who bring darkness into the world must pay for what they've done. But I, as the new minister of Sandrock, will be praying hardest for their return to the light. Ja, was soll ich sagen? Jubel, klatschen, buh, nichts sagen. Ach, wir jubeln. Komm. My guy is straight spitting right now. Mhm. Is it the same dude who asked me to check under his bed for monsters? Yeah. The power of the hat. It's beyond anything I've ever seen. Now, with that out of the way, I've got a lot of topics I want to cover today. First up, the parable of the little dewdrop that could. Once upon a time, there was a little dewdrop named Fred. Und da flog no. dieser Hut weg. Und er ist kein Minister mehr. Dang, that thing took off. Should we say something? Das war das Wind, Mann. Not a word. Well, somebody better go get it. Ja. Hey, Butterbean! Your froofy little kite hats. Genau. Shh. Hmm? Quiet, farm boy. I need this. Come on, Birchie boy. Believe. Seeing that, he couldn't help but know the truth. His heart grew 3 sizes that day. Mm-hmm. Oh, Freddy Dewdrop. You were too perfect for this messed up world of ours. What? Just be good to each other. That's pretty much it. Now, go plant a tree. Mic drop! Baumpflanzen. Shout out to my best bud over at the top of the hill, Dan B. Dan B, say hi! Woo! The church is back, baby!
better than ever. And that, in essence, is the meaning of that little thing we all call life. That makes so much sense. Mm. Also, die Worte von Burgess haben dich wirklich bewegt und dir ein besseres Verständnis für deine Mitmenschen vermittelt. Du hast einen Punkt in sozialem Wissen erhalten. Ah, cool. Schön. Weiter so. Ich will laufen. Hey guys, what'd you think? I didn't even throw up once. You were great, Birgie boy. 1,000,000 out of 10. I don't know about 1,000,000, but yeah, you definitely gave us a ton of stuff to think about. Es war unglaublich. Wowee! But hey, I can't take all the credit. Where would I be without my trusty? Huh? My minister hat. Jetzt kriegt er das mit. Yeah, it blew off just as it got rolling. Wow, I didn't have it on the whole time? Pretty much. It's like we were all saying, we all knew you could do it. So, the magic was in me all along? Ja, klar. Yeah, you never needed it at all. Wowie! Mm-hmm. I guess I didn't. I wouldn't take any chances. You're right! After that hat! It went that way. Hmm, well, I guess the hat settles that. Ugh, please. Those stupid puns are contagious. Anyway, thanks for your help. I know we're going to picking up a lot of slack at the church, now that it's just the two of us, but with Burgess' newfound confidence and people like you always supporting us, I know we can rise to the challenge. Ja, das stimmt. So, dann können wir ja für heute erstmal Feierabend machen. Die Plakate machen wir dann nächstes Mal. Ich bedanke mich dann an der Stelle, dass ihr dabei wart. Genauso viel Spaß hattet wie ich. Und wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folgen von Sandrock zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei My Time at Sandrock. Ciao mit V, tschüss mit Ö.